Predigt von Papst Franziskus am Fest der Bekehrung des heiligen Paulus zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen am 25. Januar 2021. Bleibt in meiner Liebe. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, verbindet Jesus diese Aufforderung mit dem Bild des Weinstocks und der Reben. Der Herr selbst ist der Weinstock, der wahre Weinstock. Er enttäuscht die Erwartungen nicht, sondern bleibt in der Liebe treu und lässt uns trotz unserer Sünden und Spaltungen niemals fallen. Als Getaufte sind wir alle Reben in diesen Weinstock, in Christus eingepfropft. Das bedeutet, wir können nur wachsen und Frucht bringen, wenn wir mit Christus vereint sind. Heute Abend schauen wir auf diese unverzichtbare Einheit, die mehrere Ebenen hat. Wenn wir an den Weinstock denken, können wir uns vorstellen, wie sich die Einheit aus drei konzentrischen Ringen wie bei einem Baumstamm zusammensetzt. Erstens, der erste Kreis, der innerste, ist das Bleiben in Jesus. Von hier beginnt der Weg eines jeden zur Einheit hin. In der heutigen, schnelllebigen und vielschichtigen Realität verlieren wir schnell den Faden, da man nach allen Seiten hingezogen wird. Viele fühlen sich innerlich zersplittert, unfähig, einen festen Bezugspunkt zu finden, sich in den veränderten Lebensumständen mit Bestand aufzustellen. Wie können wir beständig bleiben? Das Geheimnis der Beständigkeit liegt darin, in ihm zu bleiben. Siebenmal spricht Jesus heute davon: Bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Er hat uns auch gezeigt, wie wir dies tun können, indem er uns das Beispiel gab. Jeden Tag zog er sich in die Stille, in die Einöde zurück, um zu beten. Wir brauchen das Gebet wie das Wasser zum Leben. Das persönliche Gebet, das Verweilen bei Jesus, die Anbetung sind wesentlich, um in ihm zu bleiben. Es ist der Weg, um in das Herz des Herrn all das zu legen, was unser Herz erfüllt. Hoffnungen und Ängste, Freuden und Leiden. Aber vor allem erfahren wir seine Liebe, wenn wir im Gebet auf Jesus als Mittelpunkt ausgerichtet sind und unsere Existenz sieht daraus Leben, so wie eine Rebe aus dem Stamm den Lebenssaft erhält. Dies ist die erste Einheit, unsere persönliche Integrität, ein Werk der Gnade, die wir empfangen, wenn wir in Jesus bleiben. Der zweite Kreis ist der der Einheit mit den Christen. Wir sind Reben desselben Weinstocks. Wir sind kommunizierende Röhren. Das Gute und das Böse, das jeder tut, wirkt sich auf die anderen aus. Im geistlichen Leben herrscht dort eine Art Gesetz der Dynamik. In dem Maße, in dem wir in Gott bleiben, nähern wir uns den anderen. Und in dem Maße, in dem wir uns den anderen nähern, bleiben wir in Gott. Wir beten in Geist und Wahrheit zu Gott, wenn wir die anderen lieben. Und andererseits gilt, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das Gebet kann nur zur Liebe führen, sonst vollziehen wir ein oberflächliches Ritual. Wir können Jesus nicht ohne seinen Leib begegnen, der aus vielen Gliedern besteht,
so viele, wie es Getaufte gibt. Wenn unsere Anbetung echt ist, werden wir in der Liebe zu all denen wachsen, die auch Jesus in anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften nachfolgen. Wir stellen jedoch fest, die Geschwister zu lieben ist nicht einfach, weil wir sofort ihre Fehler und Mängel sehen und uns die Wunden aus der Vergangenheit wieder in Erinnerung kommen. Hier kommt uns die Handlungsweise des Vaters zu Hilfe, der als erfahrener Winzer genau weiß, was zu tun ist. Jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Der Vater schneidet und stutzt zurecht. Warum? Der Vater nimmt uns an, so wie wir sind, aber er lässt uns nie so, wie wir sind. Um zu leben und Frucht zu bringen, muss er uns von allem befreien, was uns vom Weg abbringt, uns auf uns selbst fixiert sein lässt. Er muss die Vorurteile über die anderen und die weltlichen Anhänglichkeiten zurückschneiden, die die volle Einheit mit all seinen Kindern verhindern. Wenn seine Liebe uns auf diese Weise reinigt, können wir die irdischen Hindernisse und die einstigen Blockaden zurücklassen, die uns heute vom Evangelium ablenken. Der dritte Kreis der Einheit ist der weiteste, ist die gesamte Menschheit. Wir können in diesem Bereich über das Wirken des Heiligen Geistes nachdenken. In Christus, dem Weinstock, ist er der Lebenssaft, der alle Teile erreicht. Aber der Geist weht, wo er will, und überall will er zur Einheit zurückführen. Er führt uns dazu, nicht nur die zu lieben, die uns mögen und so denken wie wir, sondern alle, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Er macht uns fähig, den Feinden und das erlittene Unrecht zu vergeben. Er treibt uns an, in der Liebe aktiv und kreativ zu sein. Er erinnert uns, dass der Nächste nicht nur derjenige ist, mit dem wir unsere Werte und Vorstellungen teilen, sondern dass wir gerufen sind, zum Nächsten aller zu werden, gute Samariter einer verwundbaren, armen und leidenden Menschheit zu werden, einer heute besonders leidenden Menschheit, die auf den Straßen der Welt niederliegt und die Gott voll Erbarmen wieder aufrichten will. Der Heilige Geist, Urheber der Gnade, möge uns helfen, in der Selbstlosigkeit zu leben, auch denjenigen zu lieben, der es nicht erwidert. Denn in der reinen und uneigennützigen Liebe bringt das Evangelium Frucht. Von den Früchten erkennt man den Baum. Von der ohne Gegenleistung erbrachten Liebe erkennt man, dass wir dem Weinstock Jesu angehören. Der Heilige Geist lehrt uns so die konkrete Liebe zu allen Brüdern und Schwestern. So sind wir in Christus mit der ganzen Menschheit verbunden, der sich mit den Ärmsten und Bedürftigen selbst identifiziert. Wenn wir ihnen gemeinsam dienen, werden wir uns als Geschwister wiederentdecken und in der Einheit wachsen. Der Geist, der das Angesicht der Erde erneuert, mahnt uns, uns auch um das gemeinsame Haus zu sorgen, mutige Entscheidungen über die Art und Weise unseres Lebens und Konsumverhaltens zu treffen. Denn das Gegenteil von Frucht bringen ist die Ausbeutung, der Raub, die Verschwendung der kostbaren Ressourcen. Derselbe Geist, der den ökumenischen Weg angestoßen hat,
hat uns heute Abend hier zum Gebet zusammengeführt. Und während wir uns mit einer einzigen Stimme Gott zuwenden, erfahren wir die Einheit. So möchte ich allen danken, die in dieser Woche für die Einheit der Christen gebetet haben und darin fortfahren. Brüderlich grüße ich die Vertreter der hier und durch die Medien versammelten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die Studenten, Professoren. Liebe Brüder und Schwestern, bleiben wir vereint in Christus. Der Heilige Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist, lasse uns wahrnehmen. Wir sind Kinder des Vaters. Wir sind Brüder und Schwestern untereinander. Brüder und Schwestern in der einzigen Menschheitsfamilie. Die allerheiligste Dreifaltigkeit, Gemeinschaft der Liebe, möge uns in der Einheit wachsen lassen. Amen.